Livestream, Lichter, Lyko-Leuchtturm, Emden TV auf der Suche nach Weihnachten in unserer Stadt. Emden TV wird Ihnen präsentiert vom Sanitätshaus Janssen in Emden, Aurich und Norden, Ihrem Partner seit über 30 Jahren. Hier ist Emden TV, das Samstagmorgen-Frühstücksfernsehen der Emder Zeitung mit Edzard Wagner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Emden TV. Heute aus dem kleinen Leutehaus hier in Emden-Woldhusen. Wir haben das mit den kleinen Leuten mal tatsächlich ernst und sprichwörtlich genommen. Wir haben unsere jüngsten Gäste bei Emden TV heute mal eingeladen. Das ist Janne, das ist Maren, das ist Rieke, das ist Tebbe, das ist Janno und das ist Jantje. Ganz schön, dass ihr heute alle da seid. Ihr habt euch schon versorgt ja, mit Keksen und wir haben auch ein bisschen Weihnachtspunsch. Alles also so ein bisschen auf Weihnachten getrimmt. Wir wollen das auch in Bild und Text machen, nämlich mit einem schönen Gedicht von Josef von Eichendorff, gesprochen von Peter Kämpfe. Markt und Straßen stehen verlassen, still erleuchtet jedes Haus. Sinnend gehe ich durch die Gassen, alles sieht so festlich aus. An den Fenstern haben Frauen buntes Spielzeug fromm geschmückt. Tausend Kindlein stehen und schauen, sind so wunderstill beglückt. Und ich wandere aus den Mauern bis hinaus ins freie Feld, hehres Glänzen, heilges Schauern, wie so weit und still die Welt. Sterne hoch die Kreise schlingen, aus des Schnees Einsamkeit steigt's wie wunderbares Singen. O du gnadenreiche Zeit! Und jetzt besuchen wir die schönste Weihnachtsbeleuchtung in Hafweg bei Sebo. Gut und gerne. Eine Woche, anderthalb Wochen brauche ich für den ganzen Aufbau schon, wo ich jeden Tag so zwei, drei Stunden dran rumbastel. Wir sind drei Nachbarn. Diese drei Nachbarn haben das jetzt komplett zusammen gemacht. Um 16 Uhr geht das Licht an und um 23 Uhr geht das aus, dass wir alles gleich geschaltet haben, dass es zum Toten Sonntag am Montag dann angemacht werden kann. Das ist schon ein festlicher Moment, ja, auf jeden Fall. Dann sitzen wir schon alle an der Straße oder stehen an der Straße mit einem Glas Glühwein oder ein Glas Met und dann machen wir schon den Knopf an und dann geht's alles an und dann schön ein bisschen Weihnachtsmusik im Hintergrund. Ist schon was Schönes auf jeden Fall. Viele Autos kommen vorbei, halten hier an mit den Kindern und die erfreuen sich an den Lichtern. Aber Negatives habe ich bisher noch nicht hören dürfen und auch noch Gott sei Dank nicht gehört. Meine Freunde sind da sehr begeistert von. Also meine Freundin wollte letztes Jahr eigentlich mehr machen, aber das haben die leider nicht gemacht. Und dieses Jahr hatten die ein bisschen gemacht. Es ist ja egal, ob jemand viel hat oder nur ein bisschen. Mein Weihnachtsdorf ist eine tolle Geschichte, ist einfach so entstanden aus einem Einkauf in Holland. Ja, da war ich in Oosterrijk und habe dieses schöne Dorf gesehen, was dort aufgebaut wurde. Das sind immer so kleine Karussells und so kleine Figuren. Und da habe ich mir gedacht, boah, das finde ich richtig toll. Da ich eh so ein Weihnachtsfreak bin, habe ich mir nach und nach in den letzten drei Jahren immer wieder mal von meinem Taschengeld so ein bisschen was nachgekauft. Und dann habe ich jetzt dieses Jahr angefangen, zum Beispiel meinen großen Berg zu modellieren aus Gips und so ein bisschen Fliegendraht, habe das schön modelliert und habe das dann angemalt und habe das so ein bisschen als Feierabendpause entdeckt und hatte richtig Spaß daran. Das war echt eine tolle Sache und fand das total fantastisch, wenn ich abends davor sitze, alles blinkt und leuchtet und brüllt mich an, davor einfach zu sitzen, ein Bierchen zu trinken. Geil, macht Spaß. Ist das nicht eine Riesentüte? Das ist eine ordentliche Tüte. Und was ist da drin? Guck mal, die Ostfriesische Auslandszeitung.
Ja. Toll, ne? Supi. Hier. Mal eben kicken. Und das ist ein dein Kostüm. Ja. Okay, das ist falsch. Ah, nee, ist falsch. Es ist fürchterlich einsam ohne Lücke Weihnachten. Ich höre mir zweimal die CD an, aber beim Keksebacken ist es ja klasse, das anzuhören. Aber sonst, ja, man, also ich vermisse das schon. Man hat aber auch viel Zeit, ohne Lücke. Da kann man in Ruhe Kekse backen und ist Heiligabend zu Hause, Mittag schon. Und ja, nicht noch um 11 Uhr die letzte Aufführung und nachmittags dann noch ein bisschen feiern und abends dann erschöpft nach Hause kommen. Mhm. Das ist schon der Nachteil. Ich glaube, dass Lücke Leuchtturm für viele Kinder und Jugendliche in der Weihnachtszeit ein bisschen Besinnlichkeit war, ein bisschen runterkommen, sehr viel bespaßt werden, glaube ich. Also wenn ich gespielt habe, habe ich eigentlich in den Reihen, die ich so sehen konnte, immer nur Gesichter gesehen, die sehr viel Spaß hatten. Die haben sehr viel gelacht, die sind auch sehr viel mitgegangen. Also die Omas in der dritten Reihe haben dann auch gerne mal ein Taschentuch gezückt und haben sich die Tränchen abgewischt. Wenn die Kinder mit ihren Spiegeln Papa nach Hause geholt haben und dachten, wir waren das, wir haben Papa nach Hause geholt. Die waren so drin in diesem Spiel, dass das nicht mehr zu toppen war eigentlich. Ich habe ein Buch gelesen über Tintenfische. Das hat Engelbert mir mal zu Weihnachten geschenkt. Es war ganz spannend, dass da drin stand, die Tintenfische haben für jeden Arm ein Gehirn. Und der ist ja auch so ein bisschen quirlig und alle Arme machen irgendwas anderes. Warum ist das Meer so blau? Der Tebbe sagt es euch genau. Früher, das weiß jeder Mann, was klar wie aus dem Wasser hat. Doch dann ging die Titanic und ein Tintentanker und wo Wunder staunte selbst der Kabeljau. Das klare Meer war plötzlich blau. Also wir haben ja jetzt circa 170 bis 175 Aufführungen gemacht. Ich habe gar nicht mehr mitgezählt oder wir haben alle nicht mehr mitgezählt, wie viele es letztendlich waren. Und wir haben in dieser Zeit mindestens 30.000 Zuschauer erreicht. Und also Kinder, Erwachsene, Senioren, es war alles vertreten. Und viele Erwachsene kommen ja heute schon wieder mit ihren Kindern. Und das Stück, um das Stück nochmal zu erleben, oder Großeltern kommen mit ihren Enkelkindern als Alibi-Kinder, um auch die Stück nochmal zu sehen. 2019 haben wir zunächst mal gespielt, jetzt durch Corona leider nicht mehr. Ob wir das nochmal spielen wollen können, ob wir das in andere Hände abgeben, dass wir die Zukunft zeigen. Wir müssten eigentlich ein ganz neues Ensemble aufbauen. Und die alte Mannschaft ist ja da, Musiker und Dilla und ich sind ja da. Wir haben praktisch das Know-how, sag ich mal, wie wir das gut rüberbringen können. Und wir suchen natürlich denn engagierte, talentierte, junge Leute. Boah, der passt ja wie angegossen. Ja, oder? Heiligabend, was gibt's denn da bei euch zu Hause denn zu essen? Bei uns ist das ganz verschieden. Also, ich lasse mich immer von allen überraschen, was wir da essen. Gibt's denn, das ist ja immer so eine Sache, die einen machen ja richtig großes Essen und bei der anderen gibt es Bockwurst mit Kartoffelsalat. Wo gibt's das denn? Bei uns nicht. Bei euch? Ja, aber was anderes noch dazu. Alles klar, was denn? Oh, noch ein bisschen Fleisch und manchmal auch Nudelsalat noch dazu. Und bei euch, was gibt's bei euch, was wünscht ihr euch immer Heiligabend? Also ich wünsche uns immer Raclette. Raclette, das ist ja auch halt immer eine leckere Geschichte. Letztes Jahr haben wir es auch schon gegessen. Das essen wir immer in Silvester. Und jetzt kochen wir mit Keno. Wir befinden uns in der Küche von Antje Zenz, von Antjes Käsehus in Twixlum und werden das Gericht kochen, was es bei euch Weihnachten auf dem Tisch gibt. Und das ist, Antje,
Das ist auf jeden Fall Kartoffelgratin. Ja. Und da essen wir meistens einen holländischen Rollbraten zu. Und Kartoffelgratin demzufolge gratiniert mit eurem holländischen Käse. Ja, es ist ja nicht holländischer Käse, sondern Twixnummer Käse. Ja, Twixnummer Käse. Genau. Den stellen wir hier nämlich her, okay, aus der Milch von unseren Kühen. Und ja. Dann würde ich sagen, legen wir doch direkt los. Ja. Wir haben die Kartoffeln schon geschält. Genau, Gott sei richtig. Dank. Das hat meine Mutter hier schon vorbereitet. Ja. Und die machen wir jetzt hier in Scheiben in diesem Gerät. So, jetzt fangen wir an. Jetzt bisher haben wir hier einfach Sahne drin. Ja, genau. Ja. Jetzt ist, genau. Das ist ganz normale Schlagsahne. Okay. Zwei Becher. Und dann machen wir jetzt erstmal hier so eine Knoblauchzehe rein. Willst du das machen? Unbedingt. Ja, die ist jetzt ein bisschen groß, deswegen teilen wir die jetzt eben einmal hier durch. Ja. Dann machen wir hier eben so ein Löffelchen, jetzt muss man überlegen, wie das auf Deutsch heißt. Muskatnuss. Muskatnuss, genau. Eine leckere Muskatnuss. Wir sagen das mal auf Niederländisch, das heißt dann Notmuskat. Notmuskat, das ist ja nicht so schwierig zu verstehen. Irgendwie ist das dann immer so drin. Also ihr guckt in die kleine Schaukelkugel und dann wird es da. Genau. So, dann machen wir so ein Löffelchen, man kann auch ruhig einen Esslöffel Salz rein. Ist das zu viel? Da schreit die Mutter aus dem Hintergrund. Ich höre schon meine Mutter aus dem Hintergrund. Oh. Oha. Jetzt kommt gleich der wichtigste Part. Ja. Da kommt nämlich gleich unser eigener schöner Käse drauf. Okay. Und ich weiß nicht, wollen wir vielleicht noch mal uns einen holen im Reiferaum? Weil ich habe hier jetzt einen mittelalten liegen. Ja. Wir brauchen ja einen alten, einen mit Geschmack. Einen alten habe ich noch nicht. So. Aber was der Geheimtipp ist, ist unser Pesto-Käse. Okay. Der ist so richtig würzig und der schmeckt super hier auf dem Gratin. Das heißt, das ist Käse. In Kombination mit dem Mittelalten ist das richtig super. Das heißt, das ist Käse, wo ihr irgendein Pesto einfach reinrührt oder selbst macht? Oder? Das sind, das ist eine Kräutermischung und Dann gehen wir rüber, holen uns den Käse. Wir können das ja schon mal in den Ofen schieben, dass er schon mal ein bisschen zukriegt. Dann kann der schon mal so ein bisschen sich erwärmen hier. Und da drin steht ja auch schon das Gericht, was es bei euch dazu gibt. Aber da kommt eher deine Mutter ins Spiel, die Ineke. Ne? Magst du einmal reinkommen? Ja. Hallo. Hallöchen. Ja. Ineke, was gibt es bei euch traditionell dazu zu dem Kartoffelgratin? Ja, da gibt es alle diese Rollbraten. Ja. Die gibt es alle traditionell. Sowieso, die gibt es am 24. Abend. Boah. Also in den Niederlanden gibt es ja am 24. eigentlich nur Heiligabend zur Kirche und höchstens Essen. Und der Weihnachtsbaum ist da, aber keine Geschenke. Aber wir wollten doch was Schönes machen, weil für meinen Mann war der Weihnachtserlebnis immer diese Rollbraten nach der Kirche. Die gingen immer abends um 11 zur Kirche, dann kamen die um Mitternacht wieder, war auch eine Bauernfamilie mit 7 Kindern und dann saß nachts um 12 die ganze Familie am Tisch und kriegten dann früher Weißbrot mit dieser Rollbraten. Wie geht's weiter jetzt? So, jetzt machen wir erstmal hier, schneiden wir uns eben so eine Scheibe ab, die wir gut raspen können. Ja. Mache ich einfach mal so ein Stück. So. Wie durch Butter. Ja, genau. Da sitzt jeder Handgriff. Genau. Und dann kommt hier natürlich noch der Pesto-Käse dazu. Ja. Da schneiden wir uns auch so eine schöne Kräutermischung. Richtig. So eine schöne Scheibe von ab. Und dann kannst du einfach mal anfangen hier so zu raspen, würde ich sagen. Brauchen wir noch mehr? Ich weiß nicht, wie viel haben wir hier jetzt? Ja. Ich glaube, das reicht. Jetzt machen wir den Käse drauf. Das heißt, für die letzten 5 Minuten, damit der Käse nicht verbrennt. Richtig, dass er auch schön aromatisch bleibt. Geruch, Leute. Was für ein Wahnsinn. So. Die Teller sind von Oma noch, wa? Ja. Oder? Das sind aber auf jeden Fall die Weihnachtsteller. Ach so. Ach, guck mal hier. Sagen Sie manchmal zu dir, Frau Antje, bring Käse aus Twixlo. Sagt das noch jemand? Ja, also es sind auf jeden Fall viele, die wirklich fragen so, ob ich wirklich auch Antje heiße. Ja, oder ne? Ob das irgendwie nur so Werbemasche ist. Wahnsinn. Doch gut, ne? Also ein total irres Aroma. Kriegt man auch nur mit der Milch aus eurem Laden natürlich so hin. Ja, richtig. Anders geht's nicht. Super. Antje, vielen Dank. Dass du mich mal in den Topf was gucken lassen bei eurem Weihnachtsessen. Ja, sehr gerne. Habt ein schönes Fest. Grüß mir alle, die zu tun haben. Ja, mit dem Käsehus und weiterhin viel Erfolg für deinen Laden. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ich habe ja auch mein Akkordeon mitgebracht und ich hätte gedacht, dass wir, wo wir so schön hier zusammensitzen, einfach mal eben ein Weihnachtslied zusammen singen. Könnt ihr denn alle Jahre wieder? Nein! Wollen wir denn Odo Fröhliche singen? Nein! Kennen wir nicht. Oder kennen wir aber.
Wollt ihr nicht? Wie wär's denn mit O-Tannenbaum? Ja! Hey, das passt ja. Dann spielen wir mal O-Tannenbaum. Und ordentlich laut singen, ne? In der Weihnachtszeit vernahmt mit einem hellbösenden Gast, wir sitzen hier in sein, natürlich sehr im Hauptquartier. Sie werden ja echt ein, hat sie ein Pack getragen, sagt man in Ostfriesland. Man, die hätten hellböd mehr Packjes getragen. Das ist der Weihnachtsmann. Moin, was muss ich sagen? Weihnachtsmann auf Herr Weihnachtsmann? Ja, Weihnachtsmann genügt, aber irgendwo ein bisschen. Sie sind nun also der Weihnachtsmann. Was? Gebührt denn hier nun nicht gerade in Höhe, was soll ich hier sehen? Ja, also, mein Lü haben dann die ein bisschen so Trägertag, dass ich das noch dann bloß noch aufhalten muss, auch weil so Normendruck und so wie das gehört, dann kommt er in den Sack und dann geht noch die Lü her, natürlich noch die live kennen, wenn sie dann live fest sind und dann kriegen sie was. Dann kriegen sie was und sie kriegen nur auch etwas, das habe ich nicht mehr hier vergessen. Wir haben immer alkoholfreie Punsch. Für Weihnachtszeit und sie mussten ja nachher auch sehr noch mit der Schlitten fahren. So, dann gehen wir erst im leckeren Punsch. Hör ihm, du hast mich doch einladen von Buddelbär und Dunkeldamm. Buddelbär, Buddelbär, Leben. Dann wollen wir so einen Gautschen antragen. Nee, dann kriegen sie auch einen Buddelbär. Ja, dann habe ich hier hinten, dann habe ich hier stehen. Ja, ich sage, dann nehmen sie mal einen Buddelbär, dann nehmen wir den Punsch. Dann sehr recht, Prost, Weihnachtsmann. Aber nun muss ich erst ihm was sagen. Lecker, warm. Also, ja, dann kann man verloren. Ja, da kann ich. Wunderbar. Ich kann mir nicht helfen. Ich glaube, ich habe ja ein anderes Mal gesehen. Was sind denn auch alle Böen hier in Ostfriesland? Ich muss immer an Störtebeke denken, wenn ich hier sehen darf. Störtebeke mit der Raufe? Nein, da will ich nicht mit der Raufe. Ich bin anständiger Kerl und ich bin ein Weihnachtsmann. Und die Kinder weiß genau, was sie an mir haben und dann haben diese Störte weggekriegt. Erzählen Sie mir mal neben Bietschow wieder, was gebührt denn nur an Weihnachtsabend, wenn sie da hinkommen, da die Kinder? Also erstmal warten die ja alle auf mich. Dann klopfe ich an Fenster auf den Tür, sodass wir irgendeinen hören da. Ja, und dann geht das los. Dann laden die Lüben mir rein und dann gibt es ein Lied, das sie singen auf ein Gedicht, so was ich dann hören da. Und dann kriegen sie dann was der Tausch da. Da hätte doch sicher auch mal wer gesagt, sie habe ich auch mal sehen, oben an dem Böll. Sie spielen doch auch wie Werner Zwarte immer ein Wahl, oder nicht? Werner Zwarte, wer ist das dann? Also, der kenne ich nicht. Ich mache mich mal kennen, das Wienersmann, aber ihr kommt nicht. Ich habe hören, aber der Glöwe nicht, dass ihr die Wienersmann sind. Da kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber na, wann machen sie denn nur, ob an, wenn der Wienerstee nur vorbei ist, wann macht der Wienersmann denn da? Da muss ich mir erstmal durch dich verheulen, rechts kommen, ausschlafen. Dann hier, auf den Tag kriege ich dann irgendwann mal eine Kur von meinem Krankenkasse. Und dann hier, ja, dann freut mich aber, wie das dann wiedergeht. Ich kann das nicht lösen, dass das der Weihnachtsmann ist. Ich löse das nicht. Ich habe hier so viel gesehen, wie anderen Gelegenheiten. Irren. Ich komme bloß nicht auf den Namen. Was sollen die Kinder nur wohl denken, die hier Tag kriegen? Die müssen ja auch zweifeln, wenn du so was sagen lässt. Ich bin der Weihnachtsmann, der liebhafte Weihnachtsmann. So was auf der Hürdenland und ich komme den Weihnachten überall wie der Löwe in Hus, dass ich mir dann höher geschenkt kriege. Dann will ich das nur eben sehen, ob das auch stimmt. Haben Sie denn noch ein Paket für mich? Ja, also, wenn du dann auch noch ein bisschen was vortragen kannst, dann kriegst du auch was. Vortragen? Ja, für dich kannst du mal ein Liedchen singen oder so. Ja, das wird mal dauern. Muss ich oh, platt, ne? Oh, platt! Ja. Glatt und blied und munter Wein und unsere von harten Freund. Lustig, kralalalala. Bald ist Sünde-Klaas-Abend. Nee, Sünde-Klaas, ja, also was ist denn? Da lassen wir nur sitzen. Hemd, nicht ein Kindchen für mich? Ich bin im Krieg. Nicht für den Krieg. Nur für den Krieg. So, wer stand hier drauf? Klempner Bars,
Wagen, na ja, nun, dann muss ich ja dann eben den Röhr kriegen, dann kriegst du das nicht mehr von mir, ne? Das ist die Paket, die Wiener-Paket von Edzard Wagner. Ja. Da freut mich, ja. Der kriegt in die Röhre. Ich glaube nicht, dass es sind man Weihnachtsmann, was bei uns hier in Dokkeldam ob Bodebeer und Nuserik. Moin Weihnachten. Moin Weihnachten wünsche ich auch. Bitte im Portal, wenn ich komme da. Große Dinge werfen ihren Schatten voraus. Am kommenden Samstag senden wir live aus der Nordseehalle in Emden den Emden TV Jahresrückblick. Und was es dabei alles geben wird, das sehen Sie jetzt. Hier in der Nordseehalle sitzen wir jetzt, geimpft, geboostert, was auch immer, getestet. Torben Anders, Stefan Goldenstein von den Kulturevents hinten. Jan Tunder ist schon mitten in den Vorbereitungen für die große Lichtinstallation hier in der Halle. Denn am kommenden Samstag, dem 18.12., senden wir ab 19.30 Uhr hier aus der Halle den großen Emden TV Jahresrückblick mit den besten Beiträgen aus dem abgelaufenen Jahr, mit interessanten Studiogästen, mit einer Glühweinbude auf der Bühne, in der Rudi Jakob stehen wird und Glühwein ausschenken wird, und mit einem tollen musikalischen Programm. Genau, für den Livestream im Anschluss an den Jahresrückblick von Emden TV haben wir niemand Geringeres angefragt und verpflichten können, die Weihnachtsband Nummer 1 aus Emden, die auch heute Abend in der Neuen Kirche gespielt hätte. Die Weihnachtsbande ist zu Gast. Die Weihnachtsbande ist zu Gast. Das ist ja eine Überraschung, da spiele ich ja selber mit. Stefan, ihr baut hier aber zum Ende für die ganze Show auch nochmal richtig halt eben einfach großes Geschirr auf, ne? Ja, wir räumen nochmal die Lager, nutzen die Gelegenheit nochmal alles zu putzen, zu testen, und die Azubis dürfen sich nochmal austoben. Und wir werden hier über 30 Scheinwerfer hängen haben, der Weihnachtsbaum wird auch noch leuchten, also wir werden hier ordentlich was zu sehen haben. Mit künstlichem Nebel, mit Schneekanonen, Florian Silbereisen ist nichts dagegen, startet nächstes Wochenende am 18.12. ab 19.30 Uhr der große Emden TV Jahresrückblick mit der Weihnachtsbande und vielen Gästen. Seien Sie dabei auf allen Kanälen der Emder Zeitung, den Kanälen von Kulturevents und natürlich der Stadt Emden. Das war Emden TV an diesem Samstag. Ich hoffe, unsere kleine Vorweihnachtsrunde hier im kleinen Leutehaus in Wolthusen hat Ihnen Spaß gemacht. Wir alle sagen tschüss und einen schönen dritten Advent. Und ganz zum Schluss die ganz gute Nachricht. Wolfram ist da. Die beliebte Wurstbraterei hier zwischen beiden Sielen war ja in den ersten Tagen des Advents nicht vor Ort. Viele Emderinnen und Emder hatten danach gefragt. Jetzt diese Woche endlich der Aufbau, jetzt in Betrieb. Und viele Emderinnen und Emder freuen sich und stehen hier an, um sich eine Krakauer oder eine Bratwurst oder eine Currywurst zu holen. Was ist denn das Geheimnis einer guten Bratwurst, die hier auf dem Grill gemacht wird? Mit Liebe gebraten. Mit Liebe gebraten, nicht zack, zack. Ja? Genau. Jedes Jahr, das ist für uns wichtig, dass wir jedes Jahr mehr von hierher kommen. Und dann, wir haben schon ein paar Mal geguckt, ob er hier letztes Jahr war, hinten bei meinem Euroladen. Und jetzt, heute ist er seit da. Gestern wussten wir gesehen, dass er aufgestellt worden ist. Alles da, müssen wir hin. Wenn Wolfram hier nicht da ist mit seiner Bude, ist kein Weihnachten. So ist es. Advent muss er da sein. Schmeckt am besten die Wurst. Wir haben ihn sehr vermisst jetzt. Ja. Wir sind froh, dass er endlich da ist. Deswegen Weihnachten richtig. Ja. Wolfgangs Bude ist Kult. Die braucht der Mensch zu Weihnachten. Und da habe ich auch jedes Jahr Weihnachten nur hier bei ihm eine Wurst zu essen. Ich bin ehrlich gesagt heute zum zweiten Mal hier. Und ich habe zu ihm gesagt, er ist ja eine Woche leicht verspätet. Ja. Wenn das so weitergegangen wäre, hätten wir Weihnachten abgesagt. Weil er ist ja mit einer der wichtigsten. Ist so. Eine Institution für die Stadt. Das war Emden TV an diesem Samstag. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse, unseren Emden TV Poolpartnern für Ihre Unterstützung und wünschen noch ein schönes Wochenende. Emden TV wurde Ihnen präsentiert vom Sanitätshaus Janssen in Emden, Aurich und Norden, Ihrem Partner seit über 30 Jahren.